Mit wenig Moos viel los. Das verspricht die Firma Blaupunkt. Herr Wagner, hier steht Komplettanlage unter 800 Euro. Das ja. kann auch nicht stimmen. Wir haben eine Anlage eingebaut, doch unter 800 Euro. Sind so circa 790 Euro. Radio, Endstufen, Lautsprecher und Spaß perfekt. Was hat das denn mit dieser Anlage auf sich? Was kann die denn alles? Ja, das ist ein Radio verbaut, ein Toronto mit Bluetooth, Audio-Streaming. Die Anlage hat über 1200 Euro, macht ordentlich Schalldruck. Und wir möchten gerade einen jungen Kunden ansprechen, auch deswegen mit einem Kultauto. Und wir meinen, da den Spaßfaktor zu bringen. Dann müssen wir doch mal reinschauen. Ja, Herr Wagner, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber es sieht ein bisschen mager aus. Ich sehe nirgends Blaupunkt. Gut, das Radio hat einen blauen Punkt, damit ist der Wiedererkennungswert da. In den Türen ist jetzt auch etwas mager. Soll das so sein? Genau, Sie treten mir auch nicht zu nahe. Das ist genauso, wie Sie sagen. Wir wollen ja auch nicht viel sehen, wir wollen viel hören. Und wir bauen die Lautsprecher ein, ohne dass wir was zersägen. Kein Sägen, kein Bohren, kein Schneiden. Das kann ideal für ein Leasingfahrzeug sein. Wir rüsten alles problemlos zurück. Und es ist alles wieder top und das Auto kann nach 3 Jahren wieder zurück. Ich bin jetzt hier am Stand von Helix und hier wird wirklich noch deutsche Handwerkskunst ganz, ganz groß geschrieben. Und von groß kommen wir auch schon auf ganz klein. Endstufen gibt es ja wirklich in allen Variationen, Ausführungen, in allen Größen. Aber das Ding ist ein absoluter Prototyp. Die kleinste, Sie verbessern mich bitte, Herr Fischer, kleinste Endstufe, 8-Kanal-Endstufe, die es gibt auf der Welt. Das ist ein Prototyp, richtig? Ja, das ist ein Konzeptmuster, das auch vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt wird. Das heißt auch finanziell unterstützt wird und es ist konzipiert, gerade für die Zukunft, für Elektroautos, wo wir eben von ganz geringer Stromaufnahme mit hocheffizientem Musikgenuss reden. Ja, diese 8-Kanal-Endstufe, die hat eine Gesamtleistung von ca. 500 Watt auf einer Größe von 130 x 130 mm. Ist DSP gesteuert, hat alle Anschlussmöglichkeiten, die man sich denken kann und auch alle Einstellungsmöglichkeiten, die man sich für die Zukunft wünschen kann. Also mit diesem Prototyp werden wir also Geschichte der Zukunft schreiben. Sie sagen gerade, der Trend geht eindeutig hin zu Elektroautos. Meinen Sie, dass da Sie es ja auch die Zukunft wirklich sehen in dem Bereich? Es wird sicherlich einen gesunden Mix geben. Ich hoffe mal, dass es einen gesunden Mix geben wird. Nur bei Elektroautos haben wir natürlich dann wirklich nur Akkumulatoren zur Verfügung oder Batterien zur Verfügung. Und da muss man natürlich sehen, wenn man unser Basisgeschäft nimmt, die Wrax-Endstufen, also die Weltreferenzstatus erlangt haben, die haben natürlich eine ganz andere Stromaufnahme wie dieses Konzeptmuster, was wir hier vorstellen. Deshalb ist das auch hochinnovativ, weil hier geht es einfach darum, mit einer Gesamtleistungsaufnahme von nur 10 Watt in der Zukunft ein ganzes Auto angenehm zu bestellen, also in einer guten hörbaren Lautstärke, ohne dass eben diese Batterien oder die Elektrofahrzeuge darunter leiden oder die Reichweite verringert. Das ist unglaublich, das Ganze made by Germany. Von wem kommt denn die Idee? Das steht gerade vor ihm. Ist das so? Ja, ganz schön. Also wir entwickeln wirklich vom ersten Gedanken, das heißt vom ersten Schaltplan bis zum fertigen Layout, ist egal in welcher Richtung, bis hin zur Software. Wir machen wirklich alles made in Germany. Meine Firma sitzt im Sauerland, sind an für sich in der Szene auch sehr, sehr gut bekannt, arbeiten in dem Fall mehr in Richtung OEM-Bereich. Das heißt, es wird nicht der Aftermarket direkt damit angesprochen, aber eben die Automobilindustrie und wir hoffen uns auch sehr großen Erfolg. Herr Fischer, es bleibt spannend. Wir werden Sie gerne auf diesem Weg zum Erfolg begleiten und ich bedanke mich fürs Interview. Wir kommen jetzt zu einem ungarischen Unternehmen, das ist die Firma Denschon. Hier ist der Marton und du bist darauf spezialisiert auf Umrüstungsbauten, speziell fürs iPhone. Ich meine, mittlerweile hat fast jeder so ein Gerät. Ich habe auch eins in der Tasche. Und du machst es möglich, dass man kinderleicht das iPhone quasi im Auto anschließen kann. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Genau, es geht darum, man muss eigentlich nichts verändern im Auto. Man baut hinterm Radio einfach ein kleines Gerät ein. Sowas, so schaut das aus. Mhm. Man schließt das an und nachher kann man das iPhone oder iPod ganz einfach im Auto anschließen. Mhm. Und wenn alles wahr ist, verbindet er sich gleich. Ist jetzt ein bisschen wackelig hier. Ja, schauen wir jetzt rüber. Spielt sofort dein Lied ab. Also okay. Du brauchst es wirklich nur anschließen und er spielt schon. Und nachher kannst du, also die Knöpfe hier kann man so vorstellen, als wären das die Knöpfe am Lenkrad. Und mit denen kannst du das einfach bedienen. Das muss ich mir genauer anschauen. Mit Verlaub, ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Mädchenauto, aber du bist kein Mädchen, du bist der? Ich bin der Hannes. Grüße dich, ein absolutes Schmuckstück hast du hier mitgebracht. Ich habe gerade eben gerade das sehen, die Suicide Doors. Ist ja der Trend der Saison.
Genau. Deswegen haben wir das Auto auch so umgebaut von der Firma Speedtech. Die haben wir das gemacht. Und wir wollten einfach einen Eyecatcher haben, dass die Mädels und die Jungs dann hängen bleiben. Der ist dir gelungen. Es ist alles weiß. Ist das hier Straußenleder sogar? Genau. In weiß? Teil in Straußenleder, Teil in Glattleder, dass einfach die Kombination da ist, dass nicht alles gleich rüberkommt. Also absolut stimmiges Fahrzeug. Le Mans, BBS-Fänger, habe ich gesehen, auch in Türkis lackiert und damit weiß alles. Ich meine, es ist eine sehr empfindliche Farbe. Kannst du mit dem Auto auch rumfahren oder ist das wirklich nur für Showzweck? Also das Auto wird zeitweise gefahren, aber man muss sehr gut aufpassen, dass nichts dreckig wird und echt sich überlegen, wo man hinfährt und mit wem. Aber es funktioniert. Mit wem? Warum VW Beetle? Weil Beetle ein sehr seltenes Auto ist, weil die Mädels draufstehen und einfach, weil es sich aus der Masse ein bisschen abhebt. Das ist kein Golf oder irgendein Audi, den an jeder Ecke zu sehen gibt. Hast du denn mit dem Auto deine Herzdame auch gefunden? Die hatte ich vorher schon. Ach, siehst du, dann brauchst du ja das Argument auch nicht zu bringen, dass die Mädels draufstehen. Also ich finde das Fahrzeug absolut irre und ich sehe, weil wir auch im Stand vom Clarion sind, liegt es nahe, dass auch überall Clarion Hi-Fi verbaut ist und das nicht gerade wenig. Was schlummert denn hier alles drin? Also in dem Auto schlummern drin hinten zwei Woofer, vier Endstufen, eine Menge Bildschirme über das ganze Auto verteilt, vorne neue Lautsprechersysteme, alles von Clarion eben. Und da bedanke ich mich nochmal für die Unterstützung und deswegen konnte ich das auch so gut verbauen. Also ich sehe jetzt hier, ich glaube, sechs Bildschirme allein. Ganz genau. In den Türen haben wir zwei eingebaut, den Innenspiegel haben wir als Bildschirm, im Radio selber und hinten im Ausbau. Wie viele Arbeitsstunden, Blut, Schweiß und Tränen stecken in dem Baby? Also zerlegt wurde das Auto letztes Jahr und seitdem sind ungefähr 6-7 Monate ins Land gegangen, wo jeden Abend dran geschraubt wurde. Was ist dein Zukunftsprojekt? Nächstes Jahr fahre ich Audi.